Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WoW mit Basti und Balui hier auf dem Server der Forscherliga. Und wir wollten euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr wieder fleißig dabei wart. Die ein oder anderen Leute haben ja sogar überlegt, selber wieder mit WoW anzufangen. Ja, ja, oder das habe ich auch gehört. Sie kannten es noch nicht mal. Also denkt dran, das ist kostenpflichtig im Monat. Wir kriegen auch jetzt kein Geld dafür, dass wir es machen. Aber wir danken euch für euren Support, für die Videobewertung, für Daumen nach oben, unten, wie auch immer. Daumen nach oben sind natürlich besser. Deswegen vergesst das bitte auch nicht, dieses Video. Und jetzt wünschen wir euch super viel Spaß mit der Folge. Eins. Mann, Basti. Ja, und hast du irgendwas deswegen deinen Ballon rausgefunden? Die haben gesagt, sie können auch nichts machen. Sie haben gesagt, das ist nicht der Problem, wenn ich meinen Ballon verlege oder so. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist einfach scheiße. Das ist ärgerlich. Okay, ja, verstehe ich absolut, Balu. Du, hör mal zu, ich habe hier eine Fähigkeit bekommen namens Zen-Pilgerfahrt. Und kann damit meinen Geist zu meinem Heimattempel schicken. Der Körper bleibt hier zum Meditieren, aber ich kann zu diesem Tempel. Und vielleicht lerne ich da irgendwas, was Mönchsein angeht. Ich würde das gerne machen, Balui. Das heißt, du verlässt mich jetzt, oder was? Nur der Geist. Nur eine kurze Zeit. Ja, ist okay. Ich wollte sowieso mal gucken, wegen meinem Stoffgedöns, ob ich da irgendwas machen kann. Ich probiere mich mal da ein bisschen was zu basteln. Vielleicht komme ich ja mit Taschen zurück. Oh, okay, dann gehst du... Ich empfehle dir mal vielleicht einfach das Handelsdistrikt. Ja, ich habe vorhin auf dem Hinweg, also sind wir schon an einer Schneiderei vorbeigekommen. Ach, okay. Da gucke ich einfach vorbei. Da ich gehe hier in die Kirche. Ja. Rein. Und guck mal, ob ich da ein Plätzchen finde, wo ich meinen Geist loslasse. Du meldest dich, wenn du... Ja, bis später. ...wieder da bist. Okay, bis später. Aber bleib hier in der Stadt, bitte. Ja, ich... ja. Bis später. Bis später. Die Frage ist nur... wo war das denn nochmal? Wo sind wir hergekommen? Oh nein. Oh nein, ich hasse es. Nee. War das hier? Nee, jetzt bin ich schon wieder. Da ist doch der Tempel, wo Basti drin ist. Das da ist Platten. Platten wollen. Nee, das war doch hier irgendwo. Ach, ich und mein scheiß Orientierungssinn. Das ist das Mädchen mit den blöden Ballons gewesen, oder? Oder das wäre anders. Ist egal. Waisenmatrose? Was ist denn? Was ist das? Hallo, guten Tag. Hallo. Der Krieg hat seinen Preis, Magier. Das wird gern übersehen. Es handelt sich dabei um Waisenkinder. Kinder, die ihre Eltern in den bei weitem zu zahlreichen Konflikten Azeroths verloren haben. Diese Kinder, die niemand sonst haben, zu dem sie gehen könnten, kommen oft zu uns. Sie leben dann hier, bis sie selbst für sich sorgen können. Die Allianz nimmt sich während einer Woche des Jahres im Frühling die Zeit, um die Unschuldigen etwas zurückzugeben. Diese Zeit wird die Kinderwoche genannt. Oh nein, das ist ein Kinderheim hier. Oh, guckt euch das an, wie die leben müssen. Überall Betten, aber es ist besser, als auf der Straße zu wohnen. Ach, tut mir leid, Kids. Ich komme vielleicht nochmal wieder. Dann machen wir ein bisschen Spaß. Aber das hilft mir jetzt nicht so weiter. Ich habe selber nichts. Ich meine, ich bin hier in dieser Welt gelandet und habe eigentlich gar nichts. Ein bisschen Geld. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? Ein Gold, 77 Silber und 17 Bronze habe ich gezählt. Ja. Ach Mann, wo ist denn eine Wache? Ich muss mal jetzt nach dem Weg fragen. Ich komme hier einfach nicht. Yo, wie viel Uhr ist? 2, 3. Nee, doch nicht. 3. Ach, guten Tag. Ich hätte gerne einen. Ich suche einen Klassen. Nee, was suche ich denn? Ich suche jemanden, der mir Berufe ausbildet, genau. Und zwar hier Schneiderei hätte ich gerne. Ja, danke schön. Ich finde den Weg. Mann, dass das immer so kompliziert ist. Hier die drei Winde. Oh, das sieht aber seltsam aus. Da gehen wir mal nicht rein. Diese Stadt. Ich finde sie so verwirrend und verwinkelt. Und ich hab dir eine Münze übrig. Tut mir leid. Leider nicht gerade. Ich komme vielleicht später wieder, wenn ich...
selber ein bisschen Geld gesammelt habe. Ach Mann, ey, wo sind wir denn? Ah, da war das Symbol, genau. Da müsste ich doch das finden, was ich brauche. Guten Tag, hallo. Oh, ihr habt aber hier sehr schöne, feine... Hör mal zu, Kollege, du gehst jetzt erstmal nach Hause. Ich brauche jetzt hier gerade mal meine Ruhe hier beim Shoppen. So, wir haben hier rote, grüne, blaue, weiße Stoffen. Ja, aber da ist ein bisschen Garn. Eigentlich alles, was ich brauche. Guten Tag. Hallo. Was? Aber warum? Was will die? Nee, ich wollte jetzt nicht irgendwie helfen. Nee, ich wollte hier. Guten Tag. Hier, du kannst meine Sachen haben, aber ist auch nicht richtig. Das ist nicht richtig hier, aber du kannst meinen Schrott kaufen, wenn ich schon mal hier bin. Ich wollte was lernen. Was soll denn das? Ihr baut selber Sachen? Nee. Das hier Konkurrenz. Nee, aber... Was haltet ihr von einem Date und ihr könntet meine Kollektion in eure... in euren Laden aufnehmen? Nicht? Ach. Es tut mir leid, ich sehe jetzt gerade nicht besonders modebewusst aus. Das ist mir durchaus bewusst. Aber das werden wir ja wohl in kürzester Zeit in den Griff bekommen. Ach, ich dachte, das wäre das, was die Wache mir gesagt hat, aber nein. Nein, eine schöne Familie. Guten Tag. Es freut mich. Guten Tag. Wie sind wir... Oh. Ja, redet halt nicht mit mir, ja? Ich weiß, ich sehe anders aus als ihr. Es ist kein Grund, mich zu ignorieren. Guten Tag. Ja, irgendwie begrüßt mich auch kein Mensch. Was zum... Handelst du? Aber das war ich, da hat Basti mich weggeschickt. Da ist nochmal so ein Symbol. Ob die auch wieder nur das Zeug verkaufen? Guten Tag, hallo. Das Leben ist ein sorgfältig gewebter Wandteppich. Ja, das sagst du was. Guten Tag. Was kann ich für euch tun? Du willst mir Besseres. Danke schön. Dann haben wir schon mal den gefunden. Gucken wir doch mal, was ich so bauen kann. Also, ich muss jetzt erstmal aus dem Zeug, was ich habe, Ballen herstellen. Na, dann bauen wir jetzt mal ein paar Ballen, weil daraus lässt sich viel besseres Zeug machen. Gut, dass ich so viel gesammelt habe und gut, dass ich Basti dabei habe, der mich unterstützt und mir das Zeug gibt. Ich weiß nicht, ob Berufe dort das Richtige sind. Das dauert ja. Mann, ich habe gedacht, das geht schneller. Aber ich gucke schon mal. Das ist doch... was ist das denn für eine Hose? Das sieht aus wie ein Liebestöter oder so. Das ist jetzt nicht besonders schön. Und die Hemden könnten auch mal... Wascht ihr die Sachen nicht, bevor ihr sie irgendwie in den Laden ausstellt oder so? Also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich bräuchte irgendwie ein bisschen mehr Geld. Dann könnte ich mir vielleicht selber Stoff kaufen oder so. Das wäre doch mal was. Aber wie soll man als Panda in dieser Welt auch zu Geld kommen? Ja, ein paar mehr Quests machen oder so. Okay. Das waren alle. Und jetzt, was verkauft ihr denn hier? Lasst mich doch mal gucken. Was fehlt mir denn? Ich brauche... was braucht man zum Nähen? Natürlich braucht man Faden. Ich liefere nur feinste Waren. Ja, danke schön. Hast du Faden hier? Grober Faden. 10 Kupfer willst du für einen? Bitte was? Können wir darüber handeln? Nicht? Na dann. Wie viel brauche ich denn? Ich kaufe mal 10. Okay, da hast du dein Silber. Oh, Entschuldigung, ich habe 11 eingesteckt. Ich zahle die natürlich auch. Kein Problem. Nicht aufregen, ja? Es ist alles gut. Alles gut, chill mal. Ehrlich, so. Dann würde ich sagen, baue ich mir erstmal ein Hemd. So, mal gucken. Das ist ja noch nie gemacht, ey. Wie sieht das denn aus? Das Hemd sieht... Wow. Man sieht es gar nicht. Ich muss mal eben meine Robe aussehen. Tut mir leid, dass ich jetzt... Ich muss mich mal eben ein bisschen nackt machen. So. Aha. Ja, gut. Ja, ist
toll. Ihr habt da was Tolles gebaut, aber das ist auch nicht so toll. Und mein Umhang, mein jetziger sieht ja auch nicht so schick aus. Wie steht der mir denn? Wollen wir doch mal gucken, ob der vom Aussehen ein bisschen hübscher ist. Ach, nee. Vor allen Dingen macht er mich schwächer, habe ich das Gefühl. Was soll denn das? Eine Hose? Okay, probieren wir mal noch mit einer Hose aus. Die Hose, die Hose, die Hose. Oh, alter Schwede, ey. Hoffentlich lerne ich nochmal irgendwas Vernünftiges. Hör mal, das, was ich hier kann, das ist alles Schrott. Könnte ich was Neues lernen? Ich bräuchte zum Beispiel Taschen. Was hältst du denn davon, wenn du mir beibringst, wie man Taschen macht? Wieder bin ich zu dumm für. Ha, Junge, Junge, Junge. Ja, danke, dann bringen wir wenigstens so die Standardsachen bei. Hier, so, so, ja. Boah, bist du teuer, Mann. Sag mal, hast du sie noch alle? Weißt du, was das kostet? Da kann ich mir ja bald gar nichts mehr kaufen. Junge, Junge, Junge. Für die Allianz. Was mache ich jetzt mit meinen Sachen? Ich weiß was. Warte mal. Dieses Zeug, was so grün ist, das kann ich doch einfach... Das kann ich doch einfach hier entzaubern. Oder wie das hieß. So. Plupp. Dann machen wir ein bisschen Staub hier raus. Das kann auch weg. Was haben wir noch? Ich hatte noch irgendwas. Hier, der Umhang. Ach nee, der ist ja nicht grün. Der geht ja nicht. Und dann habe ich noch hier die... Warte mal, habe ich die gerade... Oh, ich habe meine Robe gar nicht angezogen. Haha, das wäre jetzt was gewesen. Aber sag mal, ich habe hier so Zeug. Würdet ihr das verkaufen, wenn ich das... Ja, Basti! Was ist los? Ich bin zurück, Balui! Ah, wo schön! Bist du? Ich bin beim Schneiderbedarf im Magierviertel. Magierviertel? Ja. Wie sieht's dort aus? Warte, ja, da ist so lila, lilane Gebäudedächer, weißt du? Okay, ich bin wo ganz komplett anders wieder zurückgekommen, als ich meine Meditation gestartet habe. Anscheinend teleportiert es meinen Körper komplett mit. Ah, interessant. Ja, ich bin gleich da, auf jeden Fall. Ja, ich bin noch am Basteln, also irgendwie... Ich habe da überhaupt keine Aufgabe bekommen. Und hier ist... Balui, hast du das auch schon gesehen? Hier in der Stadt stehen überall Gnome rum. Ne. Also diese ganz kleinen Viecher. Und ja, die jubeln mir zu. Wie, die jubeln dir zu? Und hier gibt's eine Stadt, eine Startlinie und eine Ziellinie. Ah, ist das teuer? Das brauche ich nicht mehr. Sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Ich schau mal auf der Karte. Ah, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Magierviertel. Ah, Balui, da hast du ja ein eigenes Viertel. Cool. Ja, da hast du recht. Das ist was Besonderes. Fühlst du dich dort wohl? Naja, die nehmen mich hier gerade ganz schön aus. Ich will nur ein paar Sachen herstellen, dann musst du so einen blöden Faden kaufen. Der kostet einfach mal 45 Kupfer. Nee, 10 Kupfer. Hey. Also, unglaublich. Hier gibt's auch einen Laden, der heißt Cordells Verzauberkunst. Ja, ja. Und hier ist... Was ist das hier? Ach, zum Glück kaufen die mir die anderen Sachen ab, damit sie wieder weiterverkaufen können, aber... Hey, hey, hey. Balui, ich glaube, ich hab das Verlies gefunden, dort, wo sich Hocker befindet. Das Verlies... Ja, frag doch mal, ob sie dir sagen können, was da los ist. Nee, hier ist keiner, der mit mir redet. Ah, okay. Ach, Basti, der... Grüße. Der Typ sagt, ich bin zu doof, um Taschen herzustellen. Ich müsste noch mehr lernen. Das ist... Aber ich hab's fast. Glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, Moment. Da kann doch nichts mehr fehlen eigentlich jetzt hier. Ich glaube, ich bin gleich bei... Bist du bei Duncans Textilien? Ich glaube, ja. Ach, hallo. Ja, da bist du. Mit deiner Probe kann man dich nicht übersehen. Oh, das ist aber schön hier. Richtig knuffig eingerichtet. Ja, ich weiß, so, ne? Ich habe schon geguckt. Ach, ich liebe das. Ich liebe solche verwinkelten Orte. Ich erkunde mal ein bisschen hier dieses Magier. Ja, mach du mal. Ich gucke gerade noch, dass ich mir irgendwas bauen kann, damit ich schlau genug werde. Hier gibt's Alchemiebedarf. Balui, das ist der zweite Beruf, den ich gelernt habe, mit Tränke brauen. Ach so, ja, vielleicht ist da ja was für dich noch. Ein Kräuterbeutel? Ah, so, okay. Hier, bitteschön. Und einen kaufen. Scheiß könnt ihr wieder haben. Den brauche ich nicht. Auf dann. So, verkaufen wir das hier erstmal. Hier, bitteschön. Ich bin bald pleite. Ich habe übrigens noch ganz viel Stoff für dich. Echt? Oh, und ich wundere mich schon, warum. Pass auf, wir tauschen. Du gibst mir den Stoff und ich baue dir deine Tasche für. Was hältst du davon? Ja, wäre eine gute Idee.
So, ich brauche... Guck gerade hier. Oh, grober Faden. 6 Plätze passen da rein. Moment. Schlecht. 2 Plätze. Also ich kann noch 2 Taschen gebrauchen. Wie viel brauchst du denn noch? Ey, Balu, ich brauche Friedensblumen. Die habe ich noch nie gesehen. Und es gibt hier einen Trank der Löwenstärke. Da kann ich eine Stunde lang, bin ich dann stärker. Ich glaube, den stelle ich mal her. Ich kaufe mir mal so ein paar Fiolen hier. So, ja. So. Zack, und dann kann ich mir jetzt hier... So, ich denke, jetzt bin ich zufrieden erstmal für den Anfang. Ich habe sowieso keine Stoffe mehr. Will nicht freuen. Hey, das macht Spaß, das Zeug hier zu brauen. Puh, oh, was hat bei mir jetzt schon ganz schön lange gedauert. Wo ist Basti jetzt? Wo bist du drin? In Alchemiebedarf? Und es gibt einen Trank der Verteidigung. Da kann ich unsere Rüstung erhöhen. Cool. Basti, baue ich auch mal hier. Hier, warte. Hier, bitteschön, das ist für dich und... Das ist für dich? Das ist für dich und... Oh, cool. Warte, ich habe noch eine. Das hier, bitteschön. Hast du selbst gemacht? Ja, die habe ich gebastelt. Jetzt kann ich endlich ein bisschen mehr Zeug mit mir rumschlören. Das ist echt praktisch. Balu. Das ist cool, ne? Ja, Moment, ich muss jetzt einen anderen Beutel hier leider erstmal wegwerfen hier. Dann machen wir mal dahin. Nur noch ein bisschen Fleißarbeit jetzt, machen, aber ich bin eigentlich fertig, Basti. Eigentlich fertig? Okay, ja. Ich bin auch fertig, aber wollen wir uns vielleicht kurz hier das Zeug hier anschauen? Mir gefällt das hier ziemlich. Wo sind wir denn hier überhaupt? Das ist also unheimlich. Hast du gesagt, das machen wir hier? Ja, aber diese Stadt ist so verwinkelt. Hier gibt's nochmal Konfektionsgeschäft, Larson. Was ist denn da? Das ist wieder nur Konkurrenz. Die bauen wieder irgendeinen Scheiß. Guck, die verkaufen nur. Nee. Balu, da gibt's ein Lokal namens zum Blauen Eremiten. Ist das eine... Moment, ich schau mir das jetzt mal an. Eine Bar? Ja, oh. Oh, hier ist ein Briefkasten. Oh, ich habe gar keine Post. Balu, ich sieh dir das mal an hier. Oh, das ist aber eng hier. Das ist wunderschön. Huch. Guck dir das an. Hier könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier ein paar Becher trinken, oder? Wir könnten hier echt eine coole Party Guck feiern. Guck mal hier. Hallo? Was gibt's denn hier? Ich hätte gerne... Oh, Balui. Oh, sieh nur. Hier. Ich komme nicht ein bisschen. Also, das Bier hier lächelt mich schon an, muss ich sagen. Das. Was gibt's denn hier? Ich nehme mal hier Sturmwind Portwein. Und ein paar Fläschchen. Das ist aber kein Bier, mein Freund. Ja, ich meine, Wein. Hier, ich nehme ein Starkbier. Komm, auch wenn es viel Geld kostet, aber ist egal. Der Tag war anstrengend genug. Basti, komm, setz dich doch. Wir trinken zusammen. Ja. So, auf unser Wohl. Auf unser Wohl. Auf das Wohl. Auf das Wohl. Sag mal, wird bei dir auch ein bisschen schwummrig? Ja. Ich habe mir nicht genug geholt. Warte, ich brauche noch was. Dieser Wein ist echt lecker. Dalaran, das. Was gibt's denn da noch? Ich habe gehört, man soll nicht so viel. Ich habe ein bisschen jetzt von allem geholt. Ich hole mir mal so einen Krug Zwergenmilz. Noch ein bisschen Noir. Ich hab gehört, dass dass die Zwergen relativ. Oh. Oh, das ist nicht gut. Was die? Der Zwergenmilz. Balu, hol dir dieses Zwergenzeug. Ja, warte. Ich muss mir das noch mal holen. Gib mir ein Stück Zwergenmehl. Scheißegal, was kostet. Hui. Balu, lass uns ein Wettrennen machen. Wenn du erst draußen bist. Na los. Ich war Erster. Ich muss mich setzen. Ich bin gegen die Laterne gerannt, Balu. Mir ist nicht gut, Basti. Ich muss. Balu, sieh nur. Nein. Mir geht's hoch. Ja. Meinst du, ich kann mich da runterrollen? Ja, lassen? Kannst du. Was hat er vor? Basti. Ich geh auf diesen Turm und roll jetzt da runter, Balu. Los, zeig, was du kannst. Roll um dein Leben. Balu, was ist das hier? Hier geht's ja noch höher. Wollt auf mich. Hallo Zaubermeister. Ich bin Patsy. Das ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Guck mal, da ist so ein Portal. Balui. Wo bist du? Ich bin wieder runtergefallen. Was? Ich komme da nicht hoch. Balu, ich bleib hier Portal. Unten. Ist mir egal.
Ich bleib hier, ich kann das heute nicht mehr. Ugh. Okay, Baloo. Ich ruh mich hier aus. Ich komm runter. Oh. Ich kann mich nicht mehr. Nein, kontrollieren. Stopp. Wenn ich gerade auslaufe. Wenn ich gerade auslaufe. Au! Oh, oh Gott. Was gibt's da hinten noch? Glaubst du, die haben Gasthäuser? Also, glaubst du, die haben Gastzimmer? Komm, wir gehen mal nochmal rein in dieses Lokal. Ja, nachdem wir so viel Geld ausgegeben haben, können sie uns ein Zimmer für Low geben. Ja, bitte. Uiuiuiui, wir haben schließlich eine Menge Geld da verbrasst. Mann, ich hatte so viel Geld. Jetzt ist wieder alles weg. Okay, da oben geht's nicht weiter. Oh, vielleicht in die Richtung. Hallo? Hallo? Das ist die Küche. Hallo, Küche. Guten Tag. Okay. Habt ihr einen Keller? Vielleicht, wir nehmen auch den Keller. Guck mal, wir können in den Keller gehen, Baloo. Hier. Uiuiui. So. Lass uns doch einfach mal jetzt hier hinsetzen.